Yo, boys and grills! I'm about to cook something very tasty, but know what? Crownie's upcoming Counter-Strike video will be tasty too. Also, lass es euch schmecken. Go ahead and enjoy the video and leave a like. Yo, wunderschönen guten Abend, ich bin Spritzack. Ronny ist hier am Start. Wir probieren hier auf Keydrop auch nochmal die Upgraders. Und zwar bin ich ja immer noch im Foto-Produzier-Modus. Ist das Ganze für mich nur ein paar Minuten später als das letzte Keydrop-Video. Aber für euch sind natürlich ein paar Tage dazwischen. Das war nicht clever, dass ich das freigenommen habe. Wir hätten es aber so oder so nicht gewonnen, deswegen war es schon clever. Zack, zack, zack. Packen hier erstmal die ganzen günstigen Skins rein. Im letzten Keydrop-Video haben wir ja Profit gemacht. Ich hoffe natürlich, dass das hier dieses Video auch wieder funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, warum der Ton gerade so laut ist. Oh, schmeckt. Weil desto weiter wir natürlich auch nach oben kommen mit den Skins, die wir hier. Bam, 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 bam. Boah, bei der AWP Redline fällt mir gerade was ein. Und zwar habe ich im Onsen mal so eine übelst geile, entweder AK Redline oder AWP Redline geschenkt damals. Und die hat er zum Glück auch nie verkauft. Übel krasse Sticker drauf, glaube ich zumindest. Wenn ich sie finde, werde ich sie nachher mal so ein Screenshot aus dem Inventory einblenden, dann könnt ihr euch ja mal angucken, drunter schreiben, was ihr davon haltet. Redline ist jetzt natürlich immer ein absolut krasser Skin gewesen. Zeitlos wurde damals ja sogar benutzt, um zu handeln. Den Mist habe ich hier nicht gebaut, okay. Wurde ja teilweise genutzt wie so Keys. Also früher hast du ja die High-Tier-Items in Keys getauscht. Und irgendwann ging es natürlich nicht mehr. Ne? Irgendwann war ich auch an dem Punkt, wo man Sachen getauscht hat. So viele Keys konntest du damals gar nicht im Inventar haben und gar nicht tauschen, dass das überhaupt gehen würde. Und dann hat man zum Beispiel Redlines, waren immer so 2 Keys wert. Wenn er dann 500 Redlines hattest, waren das 1000 Keys quasi. AKA 2500 Dollar. So hast du dich damals erst hochgetauscht. Was gab es denn noch? Ne? AWP Asimov war auch immer ein gern gesehener Skin, weil die einfach so super wertstabil waren. Leicht zu verkaufen waren vor allem. Wir sind ja hunderte am Tag über den Tisch gegangen. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Plus minus null durch die ganzen Upgrades bis jetzt. Okay, also ein bisschen Plus sollten wir hier schon machen. Das wäre nice. Komm, wenn wir das jetzt gewinnen, wäre gut. Ne, verlieren wir natürlich. Sollen wir danach noch eins machen? Ich habe halt Angst, dass wir das jetzt hier irgendwie verzocken. Das wäre nicht cool. Rustcode, Falcon Knife. Also wenn ich nochmal Counter-Strike anfange und mir ein Inventory baue. Allgemein, wenn ich aus dem Urlaub da bin, werde ich wieder Inventare bauen. Das ist einfach. Kann man ja auch mit so einem Gambling-Video oder so einem Case-Opening. Ah, lecker. Case-Opening-Video verbinden. Dass man irgendwie eine zweite Case-Opening macht und danach noch 50 Dollar Blue Inventory, 50 Dollar Inventory, 100 Dollar Inventory, Red Inventory. Auch so ein richtig schäbiges. Das will ich, glaube ich, als allererstes machen. So ein richtig ranziges Inventar. Gerade mit so einem Rustcode Falcon Knife. Also, ich glaube, es gibt kein schäbigeres Messer. Falls ihr eins kennt, schreibt es auf jeden Fall drunter, die kennt das Spielchen. Aber ja, das wäre schon sehr, sehr cool. Was könnte man denn da noch einpacken? Gib mir mal ein paar Item-Tipps, bitte. Also Falchion Knife, Rust Code ist auf jeden Fall das schäbige Messer. Handschuhe würde ich jetzt mal außen vor lassen. Das ist für mich irgendwie nicht so OG-mäßig. Können wir mal hier fünfmal Sindel, einmal Serpent. Und 2 gegen 2, Abfahrt. Gucken, ob jemand reinkommt. Und falls nicht, dann machen wir gleich Go. Den Bot Giorgio machen wir schon mal rein. Guck mal, ob da jetzt jemand dazukommt. Andere Spieler natürlich immer geil. Was gibt's denn für ranzige Waffen, Alter? Das ist jetzt wirklich schwierig. Klar, zu dem Rust Code würde passen diese ganzen Leather Skins. Da gibt's ja auch AK, P90, MP7, glaube ich. Müsste man schauen, ne? Ich will natürlich dann auch nicht so Battle Scar Skins nehmen, die dann einfach nur deswegen ranzig aussehen, sondern es soll schon wirklich ein hart beschissener Skin sein. Safari Mesh oder sowas. Dass man da wirklich, finde ich, hat auch Style, wenn man es durchzieht, ne? Muss man sagen. Oh, die sind sogar vorne. Also Legion of the Anubis gezogen. Sind wir vorne, oder? Jawollo. Hat's Papi wieder gerichtet. Zumal die ganzen Kisten, die jetzt kommen, natürlich im Vergleich zu der Serpent-Kiste, die am Schluss kommt, am wenigsten Einfluss haben. Ich merke auch langsam, wie meine Stimme weggeht und mein Hals kratzig wird. Sind wir Mass. Obwohl die Swap Pace kann immer noch alles. Kann immer noch alles retten. Dollar Voucher. Puh. Aber jetzt komm. Jetzt 2 geile Pulse auf unserer Seite. Na gut, dann halt nicht. Gut, in diesem Sinne
bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir haben plus minus 0 gemacht, aber meine Stimme lässt nach. Ich merke, wie es kratzt. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.